Wieder zurück hier im Kettwiner Heerlager, wieder zurück hier vor den Hütten der ganzen Soldaten von König Henselt. Und dort vorne, dem blauen Mann, das ist der Ratgeber von König Henselt, Detmold. Wenn du wüsstest, wie sehr mich die Aussicht auf unsere Zusammenarbeit freut. Tut sie das? Du wirst sehen, Geralt, es kommen bessere Zeiten. Ich darf dich doch Geralt nennen. Ja. Wunderbar. Das ist sicher der Beginn einer langen Freundschaft. Ja, das werden wir natürlich sehen, denn ich traue diesem König bzw. Ratgeber Detmold nicht so. Wir wissen ja, dass er überhaupt keine Angst hat. Das heißt, er ist sehr brutal, aber auch gleichzeitig für die Vernichtung der Anderlinge, sprich der Skoyatel, in anderen Worten, gegen die Ausländer hier im Spiel, also eine Art Nazi. Aber ich werde sagen, dass wir die Arbeit zusammen angehen werden, denn im Moment sind wir mit denen verbündet. Ich brauche keine neuen Freunde, Detmold. Lass uns einfach an die Arbeit gehen. Einverstanden. Du bist hier der Held. Wie kann ich dir helfen, weißer Wolf? Was geht denn bei dem ab? Obwohl der mit uns sprechen wollte? Das verstehe ich jetzt nicht. Heiliger Strohsack, das ist auch einer. Will mit uns reden und fragt uns, was wir brauchen. Na ganz toll. Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Ja, wir könnten natürlich auch fragen, ob er was mit Flüchen zu tun hat. Ihr wisst ja, hier über dem Lande ist ein Fluch gefallen. Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Einige verschwanden, als wir uns näherten. Ich vermute, dass der Fluch sich der Geister der Gefallenen bemächtigt und sie in Drauguren verwandelt. Drauguren? Ist das ein Fachwort für Geister? Für Dämonen. Sie entstehen auf Schlachtfeldern, auf denen besonders blutig gewütet wurde, und bestehen aus Mordlust und Hass in kondensierter Form. Wie auch immer sie heißen, weißt du, wie man sie wieder los wird? Gegen Drauguren reicht ein Silberschwert, aber solange der Fluch noch wirkt, entstehen ständig neue. Die Geister der Soldaten sind der Schlüssel. Wenn man nur den Schlachtverlauf beeinflussen könnte. Ran an die Arbeit, nimm dir ein Schwert und mach dich ans Beeinflussen. Ich brauche Symbole des Krieges. Sie müssen den Gefallenen gehört haben. Symbole für Hass, Tod, Mut und Glauben. Sie müssen magisch aktiv sein. Und die Verbindung mit den Gefallenen ist wichtig. Sonst kann ich die Erscheinungen nicht anlocken. Keine Ahnung, wo ich die hernehmen soll. Außerdem kenne ich mich mit Kriegssymbolik nicht aus. Das erledige ich selbst. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Ja, hattest du jemals mit Flüchen zu tun? Das würde ich nämlich auch gerne wissen. Denn wir wissen ja, das ist auch ein bekannter, mächtiger Zauberer. Hattest du schon mit Flüchen zu tun? Ein paar habe ich selbst ausgesprochen. Ein paar Eselsohren, ein abgebranntes Haus, Kleinkram für den Hausgebrauch. Das reicht nicht. Hast du Flüche aufgelöst oder Bannzauber aufgehoben? Hatte noch keine Gelegenheit. Immerhin beherrsche ich die Theorie. Akademie für Magie mit Auszeichnung bestanden. Solche Flüche werden in Bannart aber nicht gelehrt. Dieser gehört zu den Blutflüchen vierten Grades. Er wird auch als Fluch der Erzmeisterin bezeichnet. Der Begriff ist irreführend. Bisher waren es eher wahnsinnige Zauberer oder Priester, die ihn aussprachen. Nicht so oft Frauen. Du musst wirklich ein Musterschüler gewesen sein. Ja, das glaube ich. Wie wirkt der Blutfluch? Und dieser Blutfluch ist eben ausgerechnet der Fluch, der momentan auf dem Lande ist. Erklär mir, wie man den Blutfluch wirkt. Ein Blutfluch kann ganz banal sein. Du zapfst dir ein wenig Blut ab, am besten um Mitternacht, zündest ein paar Kerzen an. Sabrina hatte einen ganzen Scheiterhaufen. Ich frage nach ihrem Fluch. Warum schaust du nicht selbst nach? Die Fachliteratur habe ich da. Im Grunde brauchst du nur die große Enzyklopädie der Flüche, Weissagungen und Zaubersprüche von Tissaia de Vries, sowie die Abhandlung Meister der Magie und ihre Flüche, ausgewählte Werke, von Margarita Law-Antil. Na gut, ich sehe mal nach. Wobei wir auch sagen sollten, wir haben keine Zeit zum Lesen. Ist ja auch ein bisschen überflüssig, finde ich. Ich kann meine Zeit nicht mit Lesen verschwenden. Fass bitte das Wichtigste zusammen. Ach so, natürlich, Geralt. Damals war es ja nur wenigen vergönnt, die Kunst des Lesens und Schreibens zu erlernen. Ich bin des Lesens kundig, Magier. Aber die Zeit drängt. Kannst du nicht endlich anfangen, mir zu helfen? Für all die Phänomene, die der Blutfluch hervorruft, ist eine riesige Ballung von Zauberkraft nötig. Die Sonnenfinsternis, der Tod einer ganzen Herrscherdynastie, die gefährlichen Erscheinungen.
Kein Zauberer, ach was sag ich, kein Sterblicher dürfte in der Lage sein, Energiereserven dieses Ausmaßes aufzubringen. Völlig undenkbar. Und doch fanden kluge Zauberer heraus, wie man das Unmögliche möglich macht. Die ganze Welt lebt seitdem in Angst vor euren Flüchen. Beeindruckend. Was habt ihr für eine Idee? Die Prophezeiung zu Beginn des Blutfluchs ist eigentlich eine Formel zum Bündeln von Zauberkräften. Sie sollte an einem Ort gesprochen werden, der über kraftkumulierende Eigenschaften verfügt. Schlachtfelder sind dafür bestens geeignet. Blutgetränkte Erde, definierter Bereich, symbolische Dimension. Ist die Formel ausgesprochen, beginnt sofort die Kumulation der Zauberkraft. Und die läuft nun ungebrochen seit 3 Jahren. Tag für Tag, Monat um Monat. Alle 4 Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, dienten als Energiequellen. Diese Energiemenge könnte die Sterne am Himmel bewegen. Und der Aktivator? Eines der prophezeiten Ereignisse mit eigener symbolischer Dimension. Er bewirkt die Freisetzung der kumulierten Energie, die dann für den eigentlichen Fluch verfügbar ist. Der Fluch ist meist nicht imstande, die gesamte Energie zu nutzen, sodass der Rest sich ein Ventil suchen muss. Darum gibt es Nebeneffekte wie die Sonnenfinsternis. Oh mein Gott, bist du sicher, dass ihn Sabrina ausgesprochen hat? Ihr wisst ja, diese Zauberin war gefangen von dem König Henselt, der König, der dieses ganze Heerlager führt. Bist du sicher, dass Sabrina die Urheberin des Fluches ist? Absolut. Es sind 6 nachgewiesene Fälle eines solchen Fluchs bekannt. Und nachgewiesene Fälle von Aufhebungen des Fluchs? Einer, unternommen von einer Zauberergruppe unter der Leitung der Erzmeisterin Francesca Findaber. Daher der andere Name für den Fluch. Zur Gruppe gehörte auch Sabrina Glivisig. Wie klein die Welt ist. Das macht die Sache nicht besser. Es geht noch weiter. Der Fluch, den Francesca und Sabrina auflösen wollten, sollte das Geschlecht der Thyseniden auslöschen, die Herrscher von Kovia. Ausgesprochen hatte ihn der scharlachrote Rodallega. Verrückt, aber äußerst fähig. Es gab auch damals eine Prophezeiung und einen Aktivator. Dann hat Sabrina sich den Fluch also einfach von Rodallega abgeguckt. Genau. Außerdem waren Zeugen zugegen. Der König höchstpersönlich und eine Kompanie Soldaten. Oh mein Gott. Na gut, lass uns eigentlich an die Arbeit gehen. Die anderen Fragen sind eher überflüssig, finde ich. Du wirst mir helfen, Detmold. Selbstverständlich. Der König hat es mir befohlen. Dann hör zu. Du erledigst den Papierkram, scheinst ihn ja zu mögen. Und ich brauche Schutzrunen, um Sabrinas Geist zu beschwören. Sie fixieren den Geist der Zauberin und alles, was bei dieser Gelegenheit sonst noch aus dem Jenseits kriecht. Such mir was raus aus deiner Bibliothek, aber bitte etwas Einfaches. Künstler gibt es hier nicht. Des Weiteren, die Drauguren werden bald nach Henselt suchen. Abseits des Schlachtfelds sind sie nicht gar so gefährlich. Gib deinen Leuten versilberte Waffen, das sollte genügen. Auch Henselt sollte Silberwaffen bei sich haben. Über den Zelteingang kommt ein Kranz aus 5-Finger-Strauch und Hundspetersilie. Und es muss immer ein Feuer aus Wacholderästen brennen. Woher nehme ich das ganze Silber? Du könntest deine Sammlung von Silberpötten einschmelzen. Das sind Vasen aus Nazair. Schließlich redest du mit Henselt. Mach ihm klar, dass ich ihn noch brauche. Und du? Machst es dir bei Wein, Weib und Gesang bequem? Natürlich. Außerdem finde ich raus, was ich brauche, um die Erscheinungen wieder ins Jenseits zu befördern. Und ich bereite die Beschwörung von Sabrinas Geist vor. Ich komme vorbei, sobald ich was weiß und gebe dir weitere Aufträge. Wie hast du rausgefunden, dass du dein Gedächtnis zurückgewinnst, wenn du den Fluch löst? Na, man hat es mir prophezeit, könnte man sagen. Und ich sage das auch, weil ich direkt sein möchte. Der einzige Hellseher, dem ich traue, hat es mir prophezeit. Ich wüsste zu gern, wer das war. Ein Trinker und verliebter Trottel. Längst tot. Lass meine Vergangenheit in Frieden. Finde die Standarte des grauen Fähnleins, Wandergaffs Schwert und so weiter und so fort. Untersuche Sabrinas Gleffings Hinrichtungsstätte. Der Blutfluch. Und wo ist Sheila? Die war ja hier irgendwo. Eine Zauberin, die wir im ersten Akt kennengelernt hatten. Im Dorf Flotsam. Aber scheinbar ist sie hier nicht. Na gut. Okay, wir drücken jetzt natürlich einmal kurz J, um die Questkarte hier natürlich zu öffnen. Na, wo ist das denn hier? Der Blutfluch. Okay. Für die Leute, die natürlich lesen wollen, einfach mal Stopp drücken
Und auch mal noch zur ewigen Schlacht. Auch nochmal am besten Stopp drücken. Dankeschön. Als wir das Lager aufgeschlagen haben, gab es weit und breit. Und jetzt sind wir wohl irgendwo da nach hinten. Ich öffne mal kurz die Map, um genau zu sehen, wo wir lang gehen müssen. Ah, ich verstehe. Ich muss wohl raus. Und dann hier außen herum. Einen anderen Weg gibt's nicht scheinbar. Ach, scheiße aber auch. Das ist mies. Das ist echt mies. Heiliger Strohsack. Das kann ja was werden. Ja, ich muss ganz raus. Shit. Und wir sind ja hier von dem Wachmann in der letzten Episode geführt worden. Normalerweise wurde uns ausgehändigt, dass wir schuld seien. Von der ganzen Problematik hier, dass wir König Foltes und so getötet hätten und so. Und so extra Quest können wir uns natürlich auch holen an der Palette da vorne, aber... Ach, was ist das denn hier? Was steht denn hier dran? Einen Moment, das war ein Holzklotz, das auch. Das will ich jetzt gar nicht nehmen, aber hier. Ach so, ich dachte, ich könnte das lesen. Na gut, dann nicht. Ja, und falls du erst jetzt eingeschaltet hast, wir werden beschuldigt, dass wir den wahren Königsmörder getötet hätten, was aber gar nicht stimmt. Der wahre Königsmörder ist nämlich Leto. Und jetzt gehen wir auf die Felder. Hexer, du machst in dem unwegsamen Gelände Jagd auf Monster. Wenn du zwei Soldaten triffst, sag ihnen, dass ich ihnen den Arsch aufreiße, wenn sie nicht zum Appell zurückkehren. Na gut, wenn ich sie sehe, natürlich. Mal sehen. Vielleicht finde ich sie. Das Glück sei mit dir, guter Mann. Wenn du es schaffst, belohne ich dich. Dankeschön. Und das ist dieser Civic. Und noch nebenbei, was man nochmal erwähnen könnte, wäre, mein Handeln hat hier Einfluss auf die Story. Heiliger Bimbam, was ist das bitte? Na gut, dann können wir natürlich jetzt auf die Suche gehen. Ich glaube, ich müsste ja hier lang, ne? Hier dann hoch irgendwie. Das war ja so. Und ich glaube, meine Quest hat sich automatisch wegaktualisiert. Da muss ich am besten hier der Blutfluch nochmal markieren, damit ich da nach hinten gehen kann. Das Leben geht. Denn anders geht's nicht. Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Jetzt bin ich mit den Schwarzen in einem Lager. Oh Mann. Das sollen wohl Nutten sein. Die haben mir sogar ihr Lager aufgeschlagen. Hier im Felde. Das heißt, es ist gar nicht im internen Bereich, wo die Wachmänner natürlich ihre Nutten bumsen können. Und ihr wisst ja, hier Frauen, Vergewaltigung und Co. ist hier auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. So, und ich gehe gerade wieder falsch. Dankeschön. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Wir wenigstens unseren Protest zum Ausdruck bringen. Ausspucken beim Anblick der Schwarzen, den Kopf abwenden. Und man muss ja auch zugeben, ich habe jetzt hier in dem Spiel bisher keine einzige Nutte irgendwie gebumst. Weil ich das irgendwie nicht so wichtig erachtet habe. Vor allem, weil mir die Story so sehr gefallen hat. Aber vielleicht werde ich ja nochmal irgendwie einen Puff besuchen und dann könnt ihr mal sehen, was passiert. Was ist denn da hinten? Oh, Verfluchte. Okay, die müssen wir killen natürlich. Leichenfresser. Ach du Scheiße. Nächster. Was willst du hier? Hier gibt's natürlich mehr. Und Feuer, verbrennt. Ach du Scheiße, Geister. Und alles Mögliche. Oh mein Gott. Da sind noch mehr. Erscheinungen, Dämonen, Biester. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Da werdet ihr damit gerechnet. Ich bin low, ich geh low, ich geh low. Ach du Scheiße. Wie stark sind die denn bitte? Nächster. Du blöde Erscheinung. Und du auch, stirb. Ich bin vergiftet, das ist das Problem. Ach du Scheiße, wie viele sind... Oh mein Gott, wir sind sogar gestorben. Ach du Scheiße, die platzen sogar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut zu wissen, denn jetzt wissen wir eigentlich, wie stark die sind. Und es wäre natürlich eine Überlegung wert, ob wir uns nicht mal eine neue Rüstung irgendwie gönnen. Das wäre auch nochmal empfehlenswert. Also hier einfach mal so rauszugehen ohne alles. Ah, das wird brenzlig, glaube ich. Sehr brenzlig. Unsere Rüstung ist auch nicht verzaubert. Wir haben immer noch die Anfangsrüstung quasi an, die uns scheinbar aber auch nichts weiterbringt. Wir müssen zurück, wir müssen zurück. Anders kann ich nicht weiter. Am besten natürlich neue Rüstung kaufen, eventuell vielleicht noch ein neues Schwert, wenn es geht. Ah, neues Silberschwert wäre gar nicht so verkehrt. Wo
Ja, und da ist noch ein behinderter Hallodri da hinten, der nur am Rumschreien ist. Na? Du bist der Gehilfe des Quartiermeisters? Du. Wie schön. Lass mich doch einen Blick auf eure Qualitätsrüstungen werfen. Geld habe ich. Die Armee wird nicht pleite gehen. Wohl. Also? Was ist das denn für einer? Hey, ich kann sogar mit ihm würfeln. Das können wir auch machen. Und würfeln ist jetzt hier nicht gemeint, hier irgendwie pokern oder sowas, sondern etwas kaufen. Beziehungsweise etwas spielen. So. 23 bis 28. Also das ist definitiv genug. Aber ich guck mal nochmal natürlich die Rüstung an hier. Oh mein Gott. Heiliger Bimbam. Na gut. Rüstung plus 12. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir können das auch nochmal kurz angucken. Ach Mist, das ist ein bisschen blöd leider, weil ich hier nicht ins Inventar gucken kann. Oder? Nee, kann ich nicht. Muss mal einmal kurz raus. I natürlich. Und dann können wir sehen. Plus 8 Rüstung. Okay, das ist definitiv zu wenig. Und das Schwert ist auch nochmal eigentlich empfehlenswert zu benutzen. Und hier haben wir auch noch... Na gut. Handschuhe habe ich schon eigentlich gute an. Ja gut. Also? Hol ich mir. Hol ich mir die Rüstung. Her damit. Wo ist sie denn? Da. Plus 13 Rüstung oder das lieber? Einäscherung-Resistenz brauche ich auch nicht. Ich nehme lieber plus 12, oder? Nee, stopp mal. Kätwenische Lederjacke. Ja klar, die nehme ich doch direkt gleich. Und dann verkaufen wir natürlich gleich unsere Rüstung auch noch. Müssen wir ja auch irgendwie machen, ne? Weil die brauchen wir dann nicht mehr. Jetzt habe ich noch ein solides Entermesser. 14 bis 21 Damage. Na gut, können wir auch noch benutzen. Dankeschön, jetzt haben wir auch einigermaßen normales Schwert. Das ist jetzt auch nicht super schlecht, aber immerhin etwas. So, und jetzt sehen wir aus wie einer von Catwin, ne? Also? So, und jetzt natürlich nochmal verkaufen. Ach man, das finde ich leider ein bisschen blöd hier an dem Spiel gemacht. Dass man hier jedes Mal kurz rausgehen muss aus dem Händlerbereich jetzt hier und dann eben kurz Inventar und dann wieder ablegen muss, anlegen muss. Pipapo, ihr kennt das. Das kann ein bisschen stören, finde ich. Aber jetzt unsere Rüstung, ja, das sieht doch gar nicht so schick aus, ne? Das passt schon irgendwie. Okay. Ich denke, das sollte passen. Jetzt könnten wir eventuell mal raus. Wo bist du? Boah, ist hier gut. Halt eigentlich die Klappe. Wobei wir den auch mal fragen könnten, was los ist. Der sucht wohl Odrin. Odrin. Verdammt. Na, ich hoffe, jetzt sind wir ein bisschen stärker. Was sucht er denn? Steine? Ach du meine Güte. Okay, jetzt geht's raus. In die Tiefen der Felder. Und ich habe das dumpfe Gefühl, ich gehe gerade falsch. Das sieht hier irgendwie aus wie der Weg nach Mordor, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ja nicht, ob ihr Herr der Ringe mal gespielt habt. Oder auch Herr der Ringe kennt. Und ich muss das leider so sagen, denn ich habe schon Menschen erwischt, die gar kein Herr der Ringe kennen. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder gekämpft. Okay. Jetzt bin ich mit den Schwarzen. Bei den Noten wollte ich jetzt nichts machen. Wir müssen natürlich darüber. Ach, das wird schwierig, glaube ich. Komm, die da hinten müssen wir noch killen. Ich ziehe schon mal mein Silberschwertchen hier. Fühle mich ja hier fast schon wie in Van Helsing, kann man fast sagen. So, und jetzt kriegen sie schön was zu spüren. Komm her, du Drecksviech. Und das. Okay, das war Nummer 1. Ja, die platzen, das ist das Problem. Jetzt weiß ich, das ist das Problem. Aha. Okay. Du hast noch eine Mörderhaut? Nexa. Stirb, du Drecksviech. Okay, ausweichen. Die platzen jetzt natürlich alle. Ach du Scheiße. Könnt ihr mal wie viel Damage die machen? Oh Gott. Da kommen ja immer mehr. Was ist hier los? Noch eine Erscheinung? Ich glaube, die gibt es unendlich hier, das dunkle Gefühl. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Okay, okay. Ich muss aufpassen. Ach du Scheiße. Schnell.
Muss mich mal kurz hier verschanzen und dann Feuer! Verbrenne, du ekliges Viech! Du McDonald's-Esser! Oh, Scheiße! Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Gehört zu den obligatorischen Bereichen und verbrenne! Ach du Scheiße! Die machen viel Damage. Vor allem die platzen so. Ach du Scheiße. Das ist ja mal krass. Na, wer hätte das gedacht? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark sind. Oh Mann, Nekrophagenblut. Ich glaube, die sind sogar viel wert. Ich heb die einfach mal auf. Ich drück nochmal natürlich M, um zu sehen, wo wir wirklich lang gehen müssen. Ja, ich glaube zumindest, wir müssen wirklich hier durch. Shit. Da ganz nach hinten. Ich versuche es mal. Mit ein bisschen Glück schaffe ich das vielleicht. Ich renne mal. Mit gezogenem Schwert. Oh, Backe. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Nachdem ich diesen König Henselt wirklich gesehen habe. Weil ich dachte als erstes wirklich, der wäre so machthungrig. Und natürlich so ein bisschen zu selbstsicher, kann man sagen. So geizig vor allem. Und das ist ja auch eigentlich seine Persönlichkeit. Aber das hat er irgendwie nicht so in Schein gezeigt. Im Vorschein war das also nicht zu sehen. Und ich habe das dumpfe Gefühl, wir müssen hier lang. Oh oh. Heiliger Strohsack. Am Strande, was ist denn da hinten bitte? Ach du Scheiße. Ertrunkene? Ja, das sind Ertrunkene. Oh Gott. Was machen die Ertrunkenen denn hier? Und das, du Drecksviech. Und du auch nochmal. Silberschwert. Hier kommen noch mehr. Ja, gut, Feuer ist hier nicht so effektiv. Mist. Ja gut, Feuer ist hier gar nicht effektiv. Ja, Ertrunkene gibt es hier natürlich genug. Und wenn ich das Boot da hinten sehe, kommt es mir vor, als ob das hier wie Assassin's Creed Black Flag irgendwie ist. Heiliger Bimbam. Gut, wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2. Ihr lernt es wohl nie.